Nein, ich bin nicht vor dem Bildschirm eingeschlafen. Ich wollte einfach mal nur die Atmosphäre so ein bisschen einfangen. So, willkommen zu Star Wars Outlaws. In der letzten Folge, nein, in dieser Folge ist jemand fast gegen meinen Gleiter hier gefahren. Ey! Au! Warum? Ey! Reicht's. Soll ich überhaupt anfangen oder? Ah, fürchterlich. So. Wie ich gerade sagen wollte. In der letzten Folge ist so einiges passiert. Ich habe unter anderem versucht, einen von den Attentäter-Droiden zu erledigen. Das hat so mäßig geklappt. Dann bin ich noch irgendwo eingebrochen. Und dann habe ich weiter Star Wars Outlaws gespielt. So, genau, und das fand ich hier noch interessant. Für alle, die es in der letzten Folge nicht gesehen haben, aber das finde ich einfach mega. Aufräumarbeiten, havarierte Schiff. Irgendein Trottel hat so schnell zu lange Landung angesetzt und Chaos hinterlassen. Wir werden da zum Aufräumen geschickt. Sagt man alle Danke, Bahnbrecher, für die Überstunden. Und ich denke, ich erst nur so, boah, ja, unmöglich sowas. Naja. Ist mir dann eventuell eingefallen, dass das Bahnbrecher ja unser Schiff ist. Dinge, etwas, unter den Teppich gekehrt werden sollten. Ja, es hat, ne, kann ja schon mal passieren. Boah, die Graphics, Alter. The Graphics! Guck mal, wie zu Hause. Behälter öffnen. Hä, Moment. Ja, nice! Grobtuch. Yo, die Atmosphäre, Junge. Und ganz wichtig, dass wir in der letzten Folge was zu essen gekauft haben. Das dann eher so als... Klar. Eher so als Quicktime-Event aufgezogen war, aber richtig gut. Ach, ich liebe sowas. Ja, ich komme echt nicht drum herum, das immer wieder anzusprechen. So, ich finde das Spiel einfach echt super klasse. Also, ja, es hat noch Bugs hier und da, ist ja auch okay. Oder auch nicht, ne? Aber, das ist... Also, man merkt wirklich die Liebe der Entwickler zu dem Spiel hier. Ich hab viele Angebote. Ja, zwielichtiger Mann mit der Maske. Gerne her damit. Whatever. Ja, und das dann halt wieder, ne? So ein Unternehmen halt hingeht und sagt dann so, ja, nee, das, ne, machen wir schon wieder scheiße, indem wir halt ein unfassbar dämliches Pricing da dran packen. 120 Euro hier für die, oder 130 oder so für die Ultimate Edition und sonst irgendwas, und das ist halt... Handeln? Was handeln? Was immer du willst. Die Newkey-Handelsjäger geht jeden Handel ein. Wenn du was hast, kaufen wir es gern. Ich habe diese wertlosen Steine hier auf dem Weg gefunden. Schmuggelwaren eintauschen, Komponenten verkaufen, Materialien verkaufen. Meinst du, dass du das irgendwie gebrauchen kannst? Aha. Ja, absolut. Okay. Cool. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das irgendwo hätte brauchen können oder so. Das wäre natürlich doof. Das wäre richtig scheiße. Materialien. Der hat mir ja... Chalkoprit oder Chalkoprit abgekauft. Gewöhnliches Material, das für viele Verbesserungen verwendet wird. Ja, also gerade sowas sollte ich eher nicht abgeben. Wertgegenstände kann ich alle abgeben, aber nichts, was ich am Ende des Tages noch brauchen sollte. Da drüben gibt es noch was zu entdecken. Das gucke ich mir nochmal eben an. Und dann gehen wir kurz zu unserem Schiff. Naja, also wirklich Grafik mega. Also hätten die, wären die halt hingegangen und hätten gesagt, yo, das ganze Spiel für 60 Euro, die Leute hätten denen das aus der Hand gerissen. Richtig, richtig, richtig geil. Aber 120, klar, das ist auch, ne, durchaus verständlich, dass dann Leute halt sauer werden. Ich fange auch leider immer wieder damit an. Aber das ist für mich auch so ein berechtigtes Streitthema. Na, also du siehst hier die Arbeit der Entwickler und sonst irgendwas und wie die halt Bock haben. Die ganzen Star-Wars-Fans dahinter. Oh, Fusionsschneider, okay. Und dann hast du wieder irgendwelche greedigen
Bosse, die weiter oben sitzen, die sagen so, nö, das ist jetzt einfach so, ne, das ist auch wieder ein Quadruple-A-Titel, ne, das ist gleich, was sie hier gemacht haben für Skull and Bones und, ja. Danach können wir gar nicht verstehen, warum das Spiel gar nicht läuft, das ist ja, total seltsam. Ja, ist halt so. Der Boss, ne, das ist einfach, ja. Und solche Entscheidungen sind dann halt auch geschäftsschädigend, anders kannst du es nicht sagen. Mal, hört jetzt mal auf! Und bisher, also ganz ehrlich, bisher sehe ich eine große Sache. Es funktioniert. Es funktioniert. Die Sache mit Star Wars und Open World funktioniert. Und zwar richtig, richtig gut. Und scheiße nochmal, ich will mehr davon. Hier kann ich mich einfach nur setzen. Guck mal, du kannst, selbst da denken die dran. Ey, das könnte eine coole Kulisse sein. So, ne, ist, ja, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ey. Welche Spieler setzen sich jetzt hier hin und genießen einfach mal die Atmosphäre? Naja, auch mal vielleicht ohne mein Geplapper. Ach, das regt mich auf. Das ist halt... Und damit so ein bisschen menschlichem Verstand mal... Hier hat Wacker also die Bahnbrecher hergebracht. Dran gehen würde, ne? Wenn man das so ein bisschen mal nachdenken würde, so, hey, das macht absolut keinen Sinn. Und weißt du, dann müssen wir noch so einen gottverfickten Scheiß... Wo ist er jetzt hier? Da, wir müssen unbedingt noch so einen Ingame-Shop einbauen. Weißt du, so, ja gut, da kannst du dann halt hier die Sachen hier kaufen, ne? Aber ich hab's ja jetzt auch dann durch den... Durch dieses Ubisoft Plus kann ich es ja spielen und hab da eben auch Zugriff so auf alles, ne, aber das ist so, wenn du doch, ne, also, wer kauft das jetzt echt zu einem 120-Euro-Preis? Also, seriously. Ja, oder so wie bei Hogwarts Legacy auch so, ein richtig geiles Game am Ende des Tages, so, ja, aber die Mission und, ne, so ein ganzes Unterrichtsfach kriegst du nur dazu, wenn du dir die super alti Duper Mates Edition da kaufst. Ja, und die kostet natürlich wieder mehr. Ja, schön, super. Und dann wundert man sich so, oh ja, die Leute kaufen das nicht. Ja, scheiße. Ich hab Schiffsteile, wenn sie welche brauchen. Ja, und das müssen ja dann die Kunden sein. Schiff nicht verfügbar, okay. Ich hab schon verstanden. So, ich hör jetzt auf zu ranten, sorry. Aber das regt mich echt auf. Ja, und das Hoffnung. Verteidigst du Torben immer noch nach allem, was jetzt rausgekommen ist? Was? Meinst du sein Treffen mit Zarek Besh? Ich verstehe ja, dass man mit den Pikes zusammenarbeitet, aber Zarek Besh ist gefährlich. Soll das ein Witz sein? Darum geht es doch in Mirogana. Gelegenheiten. Mehr Syndikate bedeuten auch mehr Arbeit für uns. Ich hoffe, Torben weiß, was er tut. Torben. Solange das Imperium das Sagen hat, kann Zarek Besh sowieso nichts ausrichten. Alles wird gut. Glaube mir. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Der gute alte Torben. Du hast Torben verstanden. Der gute alte Torben. Torschuss Torben. Ach cool. Was macht das Ding eigentlich? Sieht so ein bisschen aus, als ob es bei Robot Wars mitmachen würde. Na, wie heißt das nochmal? Ja, du weißt schon hier, wo irgendwelche Amerikaner wieder irgendwas da zusammenschrauben und dann ihre Roboter da gegeneinander kämpfen lassen. Das ist mein Schiff? Ich meine, das ist das Schiff von diesem Trottel, der das nicht fliegen konnte. Ich arbeite nur für den. Ich bin nicht geflogen, tut mir leid. Ach cool, direkt. Ja, vor allem so zwei von denen. Kannst mir doch nicht sagen, dass die das nicht ernst. Also, dass sie das nicht geplant gemacht haben. Zwei der ikonischen. Was heißt ikonisch? Ist auch. Also, diese ganz alten Droiden, die ja in Episode 4 noch da rumgurken. Direkt nah beieinander. Mega cool. Gott, ich freue mich. Das freut mich voll. Ich, also, da kann mir doch keiner erzählen. So, ja, das ist Zufall.
Hat einer den einen Droiden platziert und dachte so, ah komm, wir packen den anderen auch noch dazu. Den kennt ja auch jeder. Also, ne, den kennen so eingefleischte Star Wars Fans, die erkennen das doch. Wow. Sieh dir mal das Schiff an, Nix. Wacker war fleißig. Waka waka. Sorry, das liegt einfach so nah, das ist... Ah. Er ist ein cooler Dude. Dachte, der verarscht uns auch wieder, aber nope. Oh, es hat sogar Bewaffnung. Alter, was ist das für ein Cockpit? Noch viel besser, das ist ja mein Schiff. Ich meine das Schiff von dem Trottel, der das nicht fliegen konnte. So. Da kann ich rein, ich kann auch... Achso, da ist er ja. Moin. Wacker, hast du das echt alles ganz allein geschafft? Mhm. Harte Arbeit, die sich aber auszahlt, wenn diese Schönheit durch die Atmosphäre dahin gleitet. Ja, sicher. Willst du jetzt diese Einspritzventile? Nein, nein. Behalt die mal lieber noch ein bisschen. Teure Teile lernen hier gerne mal das Laufen. Ja, durch wen denn wohl? Keine Ahnung. Das ist doch geil. Teure Teile lernen hier gerne mal das Laufen. Den muss ich mir merken. Das ist so dumm. Du findest alle Belohnungen in der Lieferkiste hinten in der Bahnbrecher. Die Bahnbrecher. Lieferkiste benutzen. Posteingang. Gonda Hauermaske. Gleitertrophäe. Achso, das sind diese ganzen Sachen wahrscheinlich aus der Ultimate. Kesselfliegerweste. Ah, ja, die Weste vom Hahn. Hier ist das von Lando. Cape des Sabak-Schlitzohrs. Ja, aber das sind ja auch alles nicht KWS-Sachen, ne? Also, hat vielleicht was, dass sie in den Klamotten hier von Han Solo und sowas rumrennt, aber das sind halt die Klamotten von Han. Schurken unter Wandererjacke. Hat keinen Einfluss auf das Spielgeschehen. Sein Aussehen kann auf jeden Gegenstand desselben Typs übertragen werden, indem du bei dem Gegenstand, den du verändern möchtest, Aussehen auswählst. Ja, aber... Schurken unter Wandererbrille. Lackierung der blutroten Herrschaft. Blauer Fühlerwickel. Hä? Nix Accessoire? Okay. Kann ich alles nehmen? Alles nehmen und schließen. Ja, geht. Treibstoff des Sabak-Schlitzohrs. Bahnbrecher Treibstoff. Besonderer Treibstoff, durch den die Bahnbrecher eine tiefviolette Spur hinterlässt. Aha. Schurken unter Wanderer Finish. Ein dynamisches Muster aus schwarzen Pfeilen zieht sich über die Oberfläche und erinnert an absolute Standhaftigkeit. Ja, da denke ich auch immer dran, wenn ich das sehe. Schmuggelwarenbehälter, Gleitertrophäe. Fahrzeugschmuckstück. Okay, hier haben wir eine ganze Menge zum... alles nehmen und schließen. Könnte nützlich sein. Ja, besser haben als brauchen, würde ich meinen. So, wie kann ich denn dem Nix das geben? Nix. Nix kann sich tatsächlich auch Klamotten anziehen. Geil, wir können dem so eine kleine Brille aufziehen. Junge! Was ist das? Ach so, ja, so eine kleine Tasche. Die Brille ist einfach geil. Ja, das ist auch cool, aber verglichen... Yo. Ey, ganz ehrlich, der kriegt die Brille. Yo, ist das cool. Ja, nur damit es alle mal gesehen haben. Ja, aber das ist halt die Han Solo-Kleidung. Ey, sorry. Also, ne? Das sieht mir ein bisschen zu förmlich aus für sie, Lando. Ja. Ja, ich finde, das passt irgendwie zu ihr. Das passt einfach zu ihr. Die Schuhe wechseln. Ah, nee, komm, das sieht doch nicht aus. Schurken unter Wandererhose. Ja. I don't know. Nee, das passt schon, also... Das
das hier auch so mehr so für diesen Akzent halt. Ja, das setzt eigentlich einen ganz neuesten Akzent. Blaster. Oh. Ach, das kann ich schon ausrüsten. Ups. Na, das. Nee. Ich behalte erstmal den normalen. Betäuben kann ich am Ende auch noch ändern. Ach so. Guck mal, das geht auch schon. Verbessert die Genauigkeit des Blasters. Sieht man das da auch dran? Unentdeckt. Oh, da kommt noch einiges. Yo, das ist eher... Standard-Ion-Modul, das ionisierte Partikel abfeuert. Effektiv gegen Schilder und Druiden. Ah, nice. Nicer Dicer. Hat er so eine kleine Brille auf, ich liebe es. Ah, schön. Sehr schön. Werkbench. Wir haben sogar eine Werkbank, wow. Ein Schiff habe ich jetzt ja auch. Öffnen, was ist das hier? Nee. Dann kannst du es hier aufmachen und dann... Okay. Details. Da ist nichts Accessoire. Yo, yo, du hast jetzt sogar so einen eigenen... What? Ach, da ist das Cockpit. Oh, garantiert nicht meins. Der Lehrer hatte recht. Sliro hat... 400.000 hat er auf uns ausgesetzt. Na gut, dann müssen wir uns was einfallen lassen, bevor Serik Besch uns findet. Ja, gut, dass der sein eigenes wertvolles Schiff mit einem Transponder oder sowas ausgestattet hat. Nein, hat er nicht. Haha, Idiot. Die Bedeutung gute Ausstattung. Man sagt, das Können zeichnet einen guten Schmuggler aus. Aber glaub mir, das stimmt nicht. Auf die richtige Ausstattung kommt es an. Na klar, Glücksspiel macht Spaß, aber dein Geld für gute Ausstattung auszugeben, kann eines Tages den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen. Du bekommst gute Ausstattung bei den Schneidern in der Stadt, aber die Premiumware geht an die Syndikate. Verdiene dir ihren Respekt, dann verkaufen sie dir... sie dir vielleicht. Der Rest liegt schwer bewacht in ihren Basen. Nach allem, was ich gehört habe, ist die beste Ausstattung in Vorratslagern in der ganzen Galaxis versteckt. Ich habe sogar ein paar Fundorte in der Umgebung ausfindig gemacht. Jet Cordo. Ja, wer das jetzt auch immer ist, was haben wir hier? Und warum ist da... Warum ist das so vollgesponnen? Oh. Kleiderschrank! Okay, wir kommen direkt zum Kleiderschrank. Kleiderschrank. Shrank Rabbin. Schlüssel. Ne, Schlüssel wechseln. Ah, hier können wir dann... Ah, mega. Hier können wir das dann direkt... Also... Es ist der Hammer. Ich brauche immer noch diese rote Brille auf, aber ey, ganz, also, seriously, mega gut. Wir fahren literally, ja, unser Sofa durch die Scheißgalaxis, wenn das nicht mal was wert ist. Kann ich eigentlich schon fliegen? Ne, ich kann nur noch... Ich kann mich da nur hinsetzen. Fliegen kannst du ja auch noch später. Gott! Aussehen. Eine Konfiguration bereit. Dann konfigurieren wir mal, aber eins nach dem anderen. Transpari-Strahl. Strahlenbeschleuniger. Wir haben beides. Ach, X. Ja, dumm. Verbessert die Genauigkeit. Verbessert die Genauigkeit deines Blasters. Des Blasters steht da. Und ja, Captain Obvious, dankeschön. So, das haben wir noch nicht. Hilfe. Ja, also dafür brauche ich jetzt wirklich keine Hilfe. Salve, Konfiguration. Ein Standard-Ion-Modul, das ionisierte Partikel abfeuert. Effektiv gegen bla 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 bla. So. Zusammensetzen und ausrüsten. Oh. Ein Standard-Ion-Modul, das ionisierte Partikel abfeuert. Und das habe ich gerade schon vorgelesen. Danke.
nice. Wenn das nicht mal äußerst nice ist. Ion und Plasma und es gibt sogar noch eine dritte Form. Puh, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Danke, mein Blaster wäre dann soweit. Willst du mir jetzt diesen Auftrag geben? Ja, Belo meinte, dass du bei ihm warst. Ich schick dir den Fundort des Lagers. Des Lagers. Nimm alles mit. Alles klar, das schaffe ich. Gut, komm nach Jauntas Hoffnung, wenn du fertig bist. Okay, aber zuerst müssen wir irgendwo mal so einen... Donilaro, Schiffsmechaniker. Was kann ich... Sieht aus, ob der einen Auftrag für mich hat. Ubisoft Connect XP verdient, sehr schön. Wollen Sie Ihr Schiff aufrüsten? Ja. Schiff nicht verfügbar. Ey, da steht er noch oben. Kann ich mir hier wieder Sachen ausleihen? Ah, komm, wir schauen uns hier erstmal um. Da gibt's hier noch irgendwas zu machen. Da gibt's auch noch, Gleitermechanikerin. Hobachi. Ich hab schon Hornbachi gelesen. Das Imperium verbreitet. Wir sind Gouverneur Torden egal. Seht euch Mirogana an. Die bluten uns aus. Sie nennen es Steuern, ich nenne es Erpressung. Das können wir nicht zulassen. Die meinen, sie können uns rumschubsen, wir schubsen zurück. Dann schubs mal. Ignoriert mich nur. Das Imperium werdet ihr so nicht los. Ich hör dir doch zu. Dude. Daher. Sieh selber zu, wie du das reparierst. Poroshnio, Tamina Fakta. Unfall! Ich hab gesehen, wie du über die Klippe gerast bist. Du hast so schlafre denn. Wenn du mich auch noch beleidigst, helfe ich dir erst recht nicht. Ganz genau. Nick setzt sich da einfach hin und guckt den zu. Boah, wenn irgendwer dem was antut, dann. Nee, dann direkt vorbei. Es hätte nur noch so gefehlt, dass ich so aus Versehen über den drüber laufe. So, hoppala! Ja, das fährt noch. Kriegt vielleicht in Deutschland kein TÜV mehr, aber anderswo mit Sicherheit. Oh Gott. Randoshana. Das ist mir wieder eingefallen. Und was auch immer die hier tun. Wer bist du denn? Oh, eifersüchtig nix. Ein bisschen. Ach, wo ich schon mal hier bin? Wie geht's? Anfragen. Herren Galak. Lakshu. Verkaufsbestände. Das mechanische Gerät, das die Bewegung von Druiden steuert. Okay. Verkaufen. Alle Wertgegenstände. 970. Kommen Sie bald wieder. Wir sehen uns. Hallo, ey. Was ist denn? Was ist denn mal los? Das ist einfach so. Wie die Fahrradfahrer heutzutage. Unmöglich. Ja, erstmal noch eine Faulenz. Naja, ja, genau. Erst, hier haben wir Gen Z auf einmal. Es tut mir leid. Das ist. Ah. Wow, du
du hast echt einen miesen Tag. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ich habe gesagt, die Konstruktor wurde gestohlen. Bitte setze dieser Demütigung ein Ende. Das hat der kleine Kerl gesagt. Willst du nicht helfen? Ist nicht meiner. Bewegungsaktivator. Da habe ich doch gerade was bei dem Händler gesehen, oder nicht? Ich könnte schwören, dass ich das bei dem gesehen habe. Na gut. Kommen Sie, werfen Sie einen Blick darauf. Ja, der verkauft jetzt schon hier so Sachen an die. Was ist das überhaupt? Das erinnert mich so ein bisschen an so einen Otter, aber so ein Landotter. Ja, Landotter ist auch schlecht, weil die gehen ja an Land. Gott, ich weiß nicht. Ach, putzig. Ja, das war doch hier dieses Bewegungs... Nee, das ist ein... Doch, Questgegenstand. Bewegungsaktuator. Ich glaube, ich habe Aktivator gerade gesagt. Unmöglich. Ah, das ist ein Anfragen. Erfülle Anfragen für den Austausch von Gegenständen. Nötige Handelsgegenstände. Credits... Und Robuma-Leder, was ist das denn? Robuma? Hardware, Prototyp zur Verbesserung der Bahnbrecher im Weltraum oder in Hochsicherheitsanlagen in von Piraten kontrollierten Gebieten zu finden. Wird von einigen Plündern mit guten Verbindungen zur Unterwelt gekauft. Verkauft steht da, Mensch! Ein effizienter Prozessor-Prototyp, der große Datenmengen verarbeiten kann. Na schön. Bis bald. Fantastisch. Beehren Sie uns bald wieder. Boah, die Atmosphäre, goddammit. Nee, irgendwie packt's mich gerade, ich bin ehrlich. Deswegen mache ich jetzt auch alles so ein bisschen entschleunigter. Wir gucken uns alles in Ruhe an, ne? Ich hab die Folgendauer ja eh leicht erhöht. Alles gut. Oh, dein Tag scheint gerade noch schlimmer geworden zu sein. Kannst du mir das mal übersetzen? Er sagt, hast du einen Bewegungsaktuator erhalten? Ein paar Sturmtruppler haben vorhin über meinen Schmerz gelacht. Ja, hier bitte. Jetzt beruhig dich doch. Hier. Nochmal? Ich werde dich nie vergessen. Bis zur wöchentlichen Speicherlöschung. Danke für deine Hilfe. Kein Problem. Information geklärt. Kann ich da irgendwas mit tun? Also er ist jetzt hier reingefahren, vielleicht hat er ja irgendwas. Familie der Grenzwerten. Grenzwerte, genau. Also eher so RTL-mäßig. Grenzwelten, wollte ich sagen. Jetzt hat er mir die Tür aufgemacht, sehr schön. Neues Fahrzeugschmuckstück. Schmuckstück, Datenblock. Ah ja, okay, cool. Jantas Hoffnung, neuer Sammelgegenstand. El Beto Mio. Für mich der ganze... Die erste Folge war auch einfach unfassbar gut. Ja, wo habe ich das denn? Ausrüstung. Zeige. Nee, das ist Journal, ne? Ach, das tut mir leid, dass ich das immer alles suchen muss. Ich finde mich in solchen... Geschichte? Fahrtierin von Canto Bight. Da muss ich auch nochmal wetten, weil eins von denen ist ja präpariert. Galaktische Straßenessen. Ach so, das ist mehr so die... Pike Syndikat, Rebellenallianz, Crimson Dawn, 6., 7. Welten, Sammelobjekte. Nix, Schätze. Ach so. Teil einer Schusswaffe. Aha. Nix spielt offenbar gern damit herum. Warum auch immer. Okay. ISB-Berichte. Alter 48. Habe ich das jemals vorgelesen? Keine Ahnung.
Aber ich denke, da ist jetzt nichts, was... Allerdings ist der... Was ist der unbestätigten Gerüchten zufolge in die Planung von Überfällen und die Manipulation von Kämpfen und Rennen verwickelt? Außerdem agiert er angeblich als Hehler für Diebesgut. Ja, das kann sogar sein. Dies sind augenscheinlich geringfügige Aktivitäten und das ISB sollte sich auf Cantobite hauptsächlich um Vendelphis und die sechste Sippe kümmern, zu denen Bram keine Verbindung hat. Ja, okay, also die werden wahrscheinlich auch nicht vorgelesen, dann mache ich das... wenn es soweit ist, da... Familie der Grenzwelten, Folge 15. Bisher bei Familie der Grenzwelten. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Was ist los, Doc? Die Entzündung. Sie ist schlimmer, als ich dachte. Ich wollte die Wunde reinigen, aber... Mama, was bedeutet das? Wenn wir dieses Bakter nicht in einer Stunde haben, dann wird sie wohl die Nacht nicht überleben. Tja, dann habe ich keine Wahl. Mama, wo gehst du hin? Ich besorge das Bakter. Aber da draußen tobt ein Sturm. Ich weiß, aber um der Lehre willen. Ich werde nicht noch ein Bakter verlieren. Okay. Das ist immer so ein Twist, ey. Ist das beabsichtigt? Also ich meine, so, ja, man dachte jetzt auch so, ja, es geht irgendwie um die Kleine, so, nee, es geht um den Band. Okay. Ach, ich liebe es. Es ist halt... Ah, jetzt war ich ja schon die ganze Zeit wieder, ne, am Anfang der Folge wieder am Ranten und dann denkst du dir so, ja, es nervt mich, das ist halt, so viele Leute werden das jetzt nicht sehen. Außer sie würden mal meine Videos gucken. Aber... Ja, das ist so das, was den Leuten halt entgeht. Das ist das, was die Leute nicht sehen, wenn man halt ein Spiel für 120 Euro anbietet oder Dollar oder... Boah! Mann! So, genug gerantet. Da war ich... was machen wir denn zu... Neutrex Hauptquest, stiehl die Schmuggelware. Was war hier nochmal? Ich möchte halt wieder nichts übersehen, you know? Und das ist halt dieses... Es lohnt sich wahrscheinlich, die Mission am Anfang auch alle schön zu erfüllen. Alles cool. Da kommen wir mit Sicherheit auch noch irgendwo irgendwie hin. Wir schalten jetzt erstmal hier den Dingens aus. Du weißt schon, den Dingens. Ach, ich wollte ja noch zu... Hier war doch irgendeiner, der sich noch hier um Gleiter kümmert. Bin ich blöd? Ich will keine Antwort auf diese Frage. So, da. Achso, da drüben. Kann ich da rein? Nice. Atmosphäre. Ja, ich nach einem Arbeitstag. Ich runter, da ist die Musikbox. Wisst ihr, wo in der Bar deine Musik, hier die Musikbox steht? Ach so, und da darf ich jetzt einfach nicht mehr rein. Ja, okay. Oh, und da, den haben wir auch gefunden. Na gut. Haben wir so ein... Ich nenne sie jetzt einfach Space Otter. Ich habe immer noch nichts von meinem Bruder gehört. Wir müssen abwarten. Achso, das war's. Ich dachte, die erzählen uns noch irgendwas Witziges. Wir wollten uns hier treffen.
wenn er kämpfen wollte, ist das nicht deine Schuld. Oh, der hat schon die Switch 2? Ja, das Blatt. Aus, bevor dir noch der Kopf platzt. Dann pass mal auf. Letzte Nacht war ich in einem Frachter und habe eine Kiste Bacta mitgehen lassen. Bacta? Ich dachte, du erzählst mir was Aufregendes. Wart's nur ab. Ich habe sie zum Dach geschleppt, aufgebrochen und was war drin? Baradium. Ich hätte in die Luft fliegen können. Du Glücksgack. Wenn wir das verkaufen, machen wir ein Vermögen. Wir werden reich. Vorratslager auf dem Dach. Nicht, wenn ich schneller bin. RIP. Yo, ich habe auch schon so ein paar Aufträge, die ich hier... Ein paar Dinge, die ich mir hier anschauen kann. Irgendwo auf dem... Das Gebäude ist hinter der Kantine folgen. Vorratslager auf dem Dach. Okay, ja, dann muss es ja auf dem Dach hier sein. Dann schaue ich mal, wie ich da hochkomme. Dann sind wir nämlich auch wieder rich! Stolper. Ups. Wie kommen wir da hoch? Festhalten? Ja, Stange. Vielleicht ist das doch ein bisschen schwieriger, als ich dachte. Also so komme ich da wohl nicht hoch. Habe ich irgendwas übersehen? Da so rüberspringen wird auch nicht möglich. Da muss wahrscheinlich... Kann das sein? Du musst unter der... Ja, okay, eins nach dem anderen. Das ist ja die Kantine, ne? Ach so, es kommt natürlich darauf an, welches Gebäude, ne? Guck mal, da kann ich ja hoch. Genau, es ist nämlich dieses Gebäude. Ha. Wäre doch gelacht, wenn sich da keine Leiter findet. Na, was geht, Großer? Ich habe eine Brille. Vorratslager. Klau. Durastahl. Noch mehr. Transparistahl. Baradium. Der geht hoffentlich für ordentlich Asche weg und ich kann noch irgendwas auf der anderen Seite machen. Gut, dass ich mir das gerade angeschaut habe. Aufheben. Was? Stimmt, hier. Und noch ein paar Credits. Ups. Ich denn... Angeschaltet. Angeschaltet, ausgeschaltet, aufheben. Behälter. Boomerleder. Babyboomerleder. Was habe ich denn da jetzt angeklickt? Ups. Die kleinen Viecher. Ja, okay, keine Ahnung. Na komm, ich gehe endlich mal. Wartet mal, wer kein
Kanister mehr hat. Ah! Also hier kein. Ich habe vergessen, wie das heißt, aber, ne? Wer gerade ein Vermögen verloren hat. LOL! Lal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 . Hallöchen. Sie brauchen Gleiterteile? Ich habe sie. Ich habe sie. Stöbern kostet nichts. Verbesserung. Bereit zur Installation. Standgleiter-Triebwerk mit passabler Leistung. Das können wir doch aufmöbeln. Erhöht die Beschleunigungsrate der Triebwerke. Yes. Letztenweise kostet das keine... okay. Ich habe mich geirrt. Ich dachte gerade so, ja, das kostet keine Kohle, aber... Rap. Das andere kann ich noch nicht... freischalten. Hier bräuchte ich... helizyklisches Getriebe. Noch zwei Stück. Wäre auch eigentlich ganz cool, wenn man... Ja, ganz cool, wenn man das bei denen auch kaufen könnte. Junge, die Grafik wieder. Sieht da wieder richtig aus wie so ein Film, ganz ehrlich. Der Mucke dabei. So, ich könnte das Spiel speichern. Komm, das mache ich einfach mal zwischendurch. Firma dankt. Ciao. Ist noch ein Fragezeichen. Oh, ein roter Droide, ein roter Protokolldroide. Hier gibt es noch irgendwas zu entdecken. Im Schiff scheinbar. Komme ich da hoch? Achso, genau, da war das WC. Und da komme ich irgendwie nicht hin. Interessant. Schüssel wechseln. Schüssel! Ach, das ist unter der Plattform, ich Vollidiot. Okay. Nein, so möchte ich da nicht runterspringen. Vielen Dank. Wo komme ich denn da hin? Oder dass ich mir hier den kleinen Zeh breche. So wirklich Lust habe ich da nämlich nicht drauf. Alles nichts, ne? Komm. Oh, ja. Ja, das tat weh. Ja, das tat weh. Nix, wir haben wieder Müll gefunden. Yay! Und er so, yay! Und dann so, yay! Robomaleder, plus 6. Rimonas Vorratslager gewesen. Wenn wir dabei sind, dann können wir das Zeug auch direkt verticken. Da gibt's doch diese App, für TikTok. Oh Gott. Ich denke, es gibt so eine eigene Hölle für Leute, die schlechte Witze reißen. Und ich habe das Gefühl, ich habe mir dafür, ne, ein Premium-Ticket geholt. Mehrfach. Was wollte ich denn? Ich wollte zu einem der Händler hin und das kurz verkaufen. Auch dieses andere Zeug. Das macht richtig... Es macht unfassbar viel Spaß.
Allein hier so rumzulaufen, ich liebe das doch. Wenn so ein Spiel von wollen Sie sich mal umsehen? Autark funktioniert. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also ohne Hauptquests, ohne irgendwie. Das ist gleich wie bei Skyrim oder so. Hey. Skyrim ist ja auch deshalb einfach so gut, weil du einfach so, ja, mach einfach mal so. Mach doch jetzt gerade, worauf du Bock hast, und es funktioniert. Schnappst irgendwo Gespräche auf, du klaust Dinge, ne, du löst irgendwo irgendwie, weiß ich, guckst dir irgendwas an, verlassene Ruine oder ähnliches. Klaus irgendwas, redet mit Leuten, Klaus irgendwas. Also es ist echt nice. Und zwischendurch vielleicht mal was klauen, das ist eigentlich ganz geil. So, Zenga-Farm. Schatz. Okay, komm. Das, was wir jetzt noch machen, ist den... machen schon mal auf die... Verschwinden wir hier. Auf die Socken hier zum... Du bleibst da jetzt erstmal stehen, Kollege. Ah, jetzt schon ein bisschen fixer, das ist nice. So, das markiere ich mir auch mal eben. Folgen. Achso, das war schon markiert, ich Idiot. Mal höflich drehen. Könnte ein Ticken schneller sein, aber na, besser als laufen. Ach, Mist. Mit seinem Kartoffelsack ist einfach fast genauso schnell wie ich. Aber hier gibt die auch ein bisschen Gas. So ein Rennen? What? Da sag ich nein. Hey, du siehst aus, als kämst du gut mit einem Gleiter klar. Rennen gefällig? Ach ja, warum nicht? Sicher, ich kann etwas Übung gebrauchen. Du bist selbstbewusst. Mal sehen, ob du den Worten noch Taten folgen lässt. Fahren wir. Aber wohin? Erreicht den Kontrollpunkt. Okay, ja gut. Na gut, das geht ja. Über dem scheiß Rauch nach. Über den Abgasen nach. Einfach fahren. Ja, clear. Bis jetzt ist ja easy, ne? Also, oh. Nicht loslassen! Ach so, ja. Schon was übersehen an Kontrollpunkten? Nee, ne? Wir okay. Haben sie abgeschüttelt, Kumpel. Oh yes! Oh, sieht's aus, Nix! Hey, starkes Rennen. Nächstes Mal krieg ich dich. Wer hat denn gesagt, dass es ein nächstes Mal gibt? Als ob ein Kletterjockey wie du eine Runde bestehen könnte. Warum fährt sie da durch? Warum? Ich fahr da immer durch. Hä? Was geht denn hier ab? Jo, direkt so ein Bürgerkrieg. Oh yeah. Wir sind festgenagelt. Ah, die machen auch ein bisschen Schaden. Schadenschokoladen. Nein, tust du nicht.
Oh yes. Hallöchen. Das Feinde? Jo. Oh, das war ich nicht. Okay. Ja, so ist das im Dommer. Greifen hier einfach mal die Leute an. Okay, hier kann ich das wechseln. Interessant. Phew. Ja, so ein bisschen Dankbarkeit wäre mal, ne? Kurz Zeit? Nee, jetzt nicht mehr. Willst du etwas von mir? Deine Meinung. Meine Tochter will zum Arbeiten nach Mirogana, aber mir bereitet das Imperium Sorgen. Ach, die sind super. Die Stadt ist mehr als nur das Imperium. Du willst nur nicht, dass ich gehe. Warte noch eine Saison. Wenn die Imperialen fort sind, reden wir drüber. Ach, ist das zu glauben? Was meinst du? Boah. Die fragen immer so. Ach komm, ich bin so unbeteiligt. Bleib einfach hier. Ach, mit dem Imperium ist nicht zu spaßen. Gegen die kommt niemand lang an. Lieber den Kopf unten halten. Was? Soll ich mich also auf ewig vor denen verstecken? Wie der Wind, das Amberin bezwingt, wird auch das Imperium vergehen. Oh, drück dir erstmal so eine Phrase rein. Eines Tages wird sie es verstehen. Danke. In so einem Gespräch hasse ich das auch immer so, wenn irgendeiner so einen schlauen Spruch dann sagt, so in der Ruhe liegt die Kraft oder ne, der Wind trägt den Berg auch irgendwie von A nach B, das ist fürchterlich. So, es ist getan. Alles ist bereit. Wir treffen unsere Eskorte in 3 Tagen. Ich weiß, dass nie überzeugt werden muss, aber sie wird schon dabei sein. Damit entrinnen wir endgültig den Fängen des Imperiums. Ich habe den Fluchtbeutel in der Höhle östlich des Pike-Territoriums... Fluchtbeutel, okay. In der Höhle östlich des Pike-Territoriums versteckt. Wenn wir die Strecke durch die Schlucht nehmen, schnappe ich ihn mir auf den... ich liebe dich da. Das ist immer so ein Fluchtbeutel. Das ist also ein Fluchtbeutel. Ah, scheiße. So. Schön, dass wir darüber geredet haben, über den Fluchtbeutel. Und schön, dass wir darüber reden können.